Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht nicht weiter mit irgendeinem Projekt. Warum möchte ich das gerade sagen? Hilfe. Ich möchte heute Teenager von meinen Sims, die ich erstellt habe, erstellen, weil ich möchte die in meinem Legacy-Spielstand platzieren und das sollen halt so Opposite Twins sein und ja, die eine Maus soll halt so ein bisschen gloomy sein und die andere ist halt einfach süß und I don't know, wieso sie schon wieder Haare bekommen hat, weil ich habe die eigentlich schon weggenommen, weil wir fangen natürlich hier mit einer leeren Base an und so, aber ja. Die Eltern habe ich schon erstellt, das ist die Mom, die ist halt eine süße Maus, finde sie richtig süß, finde ihr Gesicht auch richtig hübsch, cutie. Und das ist der Dad, der ist auch sehr, sehr hübsch, sag ich mal. Und ja, jetzt machen wir mit Lilo weiter, die ist halt diejenige, die gloomy ist und die andere wird halt dann süß sein. Okay, ich will dann erstmal mit ihren braunen Augen, wunderschön, mache ich die erstmal halt so, weil ich finde, dieser Custom-Content-Augenbrauen sind einfach so Augenbrauen. Augenfarben sind so schön. Ich liebe es so, so sehr. Und ja, yeah, keine habe ich überlegt, einfach über mein Mental Health zu sprechen, weil das ein bisschen am Popo ist. Aber ja, yeah, I don't know, ob das jetzt halt der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Ja, deswegen sind wir jetzt einfach hier und haben ein bisschen Spaß zusammen oder so. I don't know. Oh, so ein bisschen Soft Skin. Wie wär's? Kinda cute, not gonna lie. Ich meine, sie darf ja trotzdem ein bisschen süß sein, aber so, es soll so ein bisschen mehr so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. I don't know. Sie soll halt so ein bisschen gloomy halt aussehen. Also, dass man ihr so anmerkt, dass sie halt eher so ein bisschen düster ist, ja? Vielleicht wäre das ja was so. Also, vielleicht hat sie auch einfach so schwarze Haare und irgendwie vielleicht ein bisschen gefärbt oder so. So, ja, so meine ich. So ist eigentlich actually ziemlich gut. Aber ich finde die Frisur jetzt irgendwie nicht so passend. Aber an sich vom Style her versteht ihr, glaube ich, was ich meine, oder? Ich mache mit beiden nur übrigens das Alltagsoutfit, weil sonst geht dieses Video viel zu lange. Aber privat mache ich natürlich alles fertig, weil die werden natürlich immer in meine Stadt einziehen und sonst ist das ein bisschen kritisch. So, lila ist auch richtig geil. Actually finde ich das, glaube ich, richtig gut als Frisur. Weil, so, es ist so nicht so gestylt, weil ich glaube, wenn man so ein düsterer Sim so von Grund auf ist, hat man gleich keinen Bock zu stylen. Aber, ja, man sieht halt so, sie möchte sich so verstecken hinter ihrem Pony und so. Das finde ich, passt ganz gut in ihre Storyline rein, ja. Ich möchte nämlich, dass die beiden Teenager-Freunde von meiner aktuellen Simin werden, die in meiner Legacy-Challenge gerade ist und deswegen, ja, also in meiner privaten. Ich weiß jetzt aber halt nicht, was man der jetzt zum Anziehen gibt, so, ne? Also nimmt man einfach irgendwie Pullovies oder irgendwelche T-Shirts? Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich schon Tattoos machen lassen hat, obwohl ihre Eltern eigentlich gesagt haben, eigentlich erstmal nur Maximus Girl, aber sie so, lol. Und dann, keine Ahnung, hat sie vielleicht irgendwo Tattoos, die sie aber vielleicht einfach versteckt oder so. Oh, das hier ist doch. Finde das schon richtig süß. Das Erste, was ich angeklickt habe und denke mir so, yes. Finde cool. So, jetzt müsste man halt dann nur, dass sie halt dann immer langärmelige Sachen und so anzieht, außer halt dann beim Schwimmen oder so. Ja, damit ihre Eltern das halt nicht sehen. Hey. Das ist cool, aber das ist clasht leider ein bisschen mit den Haaren. Ist ein bisschen zäht, aber ansonsten finde ich das richtig geil. So, und sie trägt so halt hauptsächlich so schwarz und so, ne? Obviously, weil man soll ja ihr ansehen, ne? Und so. Aber ich würde, glaube ich, ihr auch eher so Baggy-Sachen geben, weil ich glaube, sie ist so nicht so der Typ, der dann halt auch mit ihrem Körper so krass zufrieden ist. So, deswegen, ja, mal gucken, ob ich überhaupt sowas habe. Ich glaube schon, irgendwo hatte ich irgendwas. Das und dann, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ob ich jetzt noch eine coole Hose finde. Die finde ich eigentlich ganz cool. Dann kann man halt auch nicht so ihren Körper so ansehen und so. Aber ich glaube, sie halt, sie schminkt sich dann auch viel und so, weil sie halt einfach so ein bisschen unzufrieden ist mit sich selber. Die Schuhe sind so geil, ne? Ehrlich gesagt, passt das, glaube ich, auch ganz gut zu ihr. Bei ihr kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie die trägt. Deswegen, take it. Und jetzt klatsche ich mir richtig heftig Make-up drauf. Yes. Aber halt auch so in dunklen Farben. I love it. Aber halt auch nicht so too much, weil, ne, wir wollen natürlich nicht, dass sie jetzt so, ich glaube nicht, dass sie so der Mensch ist, der so krass auffallen will, sondern sie will halt einfach nur, ja, sich ein bisschen verstecken, so. Yes, das ist genau, was ich meine. Oh, das ist voll cool. Yes.
Da sehe ich sie, to be honest. Yes, das ist gut. Der ist halt so matt, weil die anderen waren so shiny. Und ich glaube, das ist nicht so das, was sie will. Und das ist halt so, yes, da sehe ich sie. Wow. Dann haben wir den ersten Zimmer auch mal fertig. Woohoo, cool. Das ist my inner demon einfach irgendwie. Ich lieb's. Und jetzt erstellen wir, wie ich von außen wirken will. Haha, lol. So, und sie wird halt einfach richtig süß. So, ich möchte, dass sie... Warte, ich hab doch... Moment mal. So Skin Details, wo man dann so ein bisschen... Genau das, yes. So, weil sie soll so dauerhaft so am Schmunzeln sein einfach. Da sehe ich sie, yes. Sie sieht irgendwie die ganze Zeit so richtig aggressiv aus. Das ist irgendwie nicht das, was ich will. Die finde ich tatsächlich ganz süß. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch irgendwie einen süßen Skin so, der sie auch so ein bisschen soft macht. Weil ich glaube, sie ist einfach so ein Soft Girl. Hier smooth. Yes. Das macht irgendwie direkt schon... Ich finde, das macht manchmal einfach schon viel aus. So, und jetzt suchen wir so was richtig Süßes. So, keine Ahnung, Bömmels oder so. Bömmels finde ich einfach absolut cute. Das, so Bömmels oder so sehe ich halt einfach. Bei so einem kawaii Girl. Ich hoffe, mein Akku reicht übrigens noch bis zum Ende dieses Videos. Weil sonst ist es traurig. Oh, das sehe ich aber auch. Das ist auch mega süß. Ich glaube, ich nehme die jetzt einfach, weil... Oh mein Gott. Süß. Oh, die sind ganz schön groß. Wenn die kleiner gewesen wären, hätte ich ihr die safe gegeben. Aber die sind ja riesig. Oh, dann lieber die. Oh, süß. Yes. Oh, und ich muss sie auf jeden Fall überall so Blush oder so geben. Aber so richtig übertriebenen Blush. Oh, süß. Yeah. Me like. Und ich glaube, sie ist so ein Kleidchen-Girl. I don't know. Also zumindest sehe ich sie dann da so. Das ist schon mega süß. Aber ich versuche noch was Besseres zu finden. Oh mein Gott. Das ist mega süß. Okay, wann hat man schon mal die Chance, das zu nutzen? Und dann würde sie aber, glaube ich, noch so eine Leggings drunter tragen. Beziehungsweise eine Strumpfhose halt. Aber hier zählt das ja meins. Leggings. Diese Schuhe. Ich habe nie Verwendung für die gefunden, aber sie ist ja sowas von kawaii. Da kann man doch sowas super tragen. Yes. We stand. Ich lieb's. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Und ich meine, wann hat man die Chance, diese Öhrchen zu benutzen? Ehrlich. Sie ist mega süß. Bei ihr sehe ich das voll. Ja, süß. Yes. I love it very much. Ich bin gerade richtig zufrieden mit dem Ergebnis. I mean, man würde wahrscheinlich nicht so direkt sagen können, dass die beiden Schwestern sind, aber die sind schon beide voll cool einfach. So, sie ist auf jeden Fall nochmal deutlich anders als sie vom Stil. Also ich glaube aber eher halt, dass man halt so düster aussehende Leute eher trifft als so ein Kawaii-Girl. Aber ich finde es super. Yeah. Ich hoffe, ihr findet es auch super. Ich möchte eure Meinung hören. Bitte teilt sie mir mit. Ich möchte das wirklich hören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns bestimmt das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!